Hallo, meine Lieben, und ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Emma Pixel und heute werden wir nach einer gefühlten Ewigkeit nochmal Stunden decken, und zwar nur die Quarter, weil es einfach zu viele sind sonst. Ich habe mir natürlich schon wieder alles vorbereitet und die Hengste dazu rausgeholt, und deshalb werden wir da jetzt einfach einmal rein starten. Alle Stuten sind auch schon gespritzt. Gut, wir haben Charmed Hell, auch eines meiner neueren Zugänge. Und die würde ich gerne mit meinem Roan-Hengst decken. Die haben die gleiche Anzahl von GP, möchte aber eine Stute rausbekommen, die bessere Very Good hat natürlich. Und deshalb machen wir das einmal. Dann habe ich Fancy Rocket und auch sie möchte ich mit meinem Roan-Hengst decken. Sie ist nur minimal schlechter und ja, ein Very Good dazu wäre noch ganz fantastisch. So. Und dann habe ich noch eine Stute, die ich gerne mit ihm decken würde wollen. Ich weiß, dass er weniger GP hat, aber das finde ich jetzt gar nicht mal so schlimm. Vor allem würde ich gerne wissen, was bei der Farbe bei rumkommt. Und ich möchte das einfach probieren. So, da hatten wir ihn. Dann haben wir Diamond Summer. Ich glaube, das ist auch aus der, die ich verkauft habe, genau. Und für sie habe ich mir einen Hengst von Maya rausgesucht. Er ist einfach wunderschön. Na, wo ist sie hingegangen? Ach, direkt hier oben. Naja. So. Ja, ich bin gespannt. Mayas Hengste müssen wieder aushelfen hier. Dann habe ich Easy Now vorzudecken. Und zwar mit keinem geringeren als Tide Beast. Beats, nicht Beast. auch von Maya natürlich, klar. kurz schauen. Ja, das sieht ganz gut aus. Und ja, ich bin einfach gespannt. Wie immer. Immer gespannt. So, das war sie. Und auch Paradise würde ich ganz gerne von ihm decken lassen. Heute gibt es einfach eine bunte Mischung. Wo ist Paradise? Hier ist Paradise. Genau. Rein da. Dann muss ich kurz einmal überlegen. Habe ich hier einmal Shadow Class 786 und würde ich gerne mit Dreams Come True decken, den mir Maya überlassen hat, beziehungsweise verkauft hat. Und auf den bin ich ganz besonders stolz. Ich habe ja schon vorher ein bisschen mit ihm gedeckt und ja, ich habe mich richtig gefreut, als sie mir den angeboten hat. Okay. So, ach, ich habe mich gerade gewundert, warum ich da nichts bezahlen muss. Ja, logisch, okay. Dann haben wir Spring Glory und auch Spring Glory, oh Gott, und auch Spring Glory werde ich mit Dreams Come True decken, wenn er denn möchte. So. Das machen wir. Ganz fantastisch. Dann möchte ich auch. Warte, jetzt muss ich mal kurz schauen. Nee, hat kein OLW. Blue Cinder auch mit ihm decken. Das ist auch die letzte Stute für heute für diesen Hengst. 722 ist jetzt nicht besonders gut. Ich habe, glaube ich, auch schon eine Tochter von ihr. Ach so, sie hat ein X. Die wollte ich eh aussortieren. Nee, dann werde ich die nicht decken, denn die wird dann, sobald sie das Pferd bei Fuß nicht mehr hat, wird die dann nämlich verkauft. Gut, nee. Da war ich gerade sowieso schon am Gucken. Nee, dann machen wir das nicht.
Gut, dann gehen wir weiter mit Black Rubin. Und hier habe ich mir den Charmeur für ausgesucht. Einfach weil ich natürlich wieder neugierig bin, was dabei rauskommen könnte. Sie hat nämlich auch ein Pearl gehen und er hat Doppelpearl. Ja gut, dann wissen wir ja ungefähr, was dabei rumkommt. Aber trotzdem, ich möchte das einfach ausprobieren und sehr, sehr cool. Brauchte irgendwie ein bisschen frisches Blut, weil ich habe einfach mal ein bisschen mehr reinkriegen hier. So, was habe ich jetzt rausgesucht? Ah ja, okay, genau. Ich habe Koala Sun rausgesucht, die noch tragend ist von Dreams Come True und am Freitag ihr Baby bekommt. Upsi, habe ich anscheinend nicht aufgepasst. Okay, dann haben wir Love's Riddle. Love's Riddle soll auch gedeckt werden. Das war vom Platinum. Ja, das passt. Das passt. In der Hoffnung, dass sie vielleicht noch ein 12-Very Good bekommt, das Baby. Am besten auch eine Stute. So. Und auch Mrs. Busby Chick. Dann machen wir das Gleiche. Auch mit Platinum. Bei ihr ist echt viel los, aber ich hoffe, dass nicht so viel bei rumkommt, sondern so ein bisschen das. Ja, dass es ein bisschen strukturierter wird. Alles klar, dann war das Platinum auch für heute schon fertig. Dann habe ich noch White Dragon. Und White Dragon werde ich mit Damon von Acid Wing decken oder von Arcee. Den hat sie tatsächlich von mir. Aber froh, dass sie ihn gerade noch behalten hat. Denn er hat 11 Good und ein Average. Und sie ist halt ein Ticken schlechter. Ich hoffe, dass, also was heißt ein Ticken, ne? Die drei Sachen hier. Ich hoffe, dass das ein bisschen weiter nach oben geht. Genau, und die GP irgendwas dazwischen vielleicht. So. Dann hätten wir die beiden auch abgespeist. Und dann habe ich mir jetzt für die letzten 4 Stuten einen Hengst rausgesucht. Vom Markt, einfach vom Markt. Und da ist mir direkt die Farbe ins Gesicht gefallen. Ja, deutscher Star heute. Weil ich finde, das ist ein absoluter Traum. Das ist ein Traum von Pferd. Hat 800 GP, 12 Very Good. Absolute Traumfarbe. So, der kostet 30.000, ist mir bewusst. Aber das ist mir absolut wert. So, wir haben hier einmal Silver Lightning. Das kann nur gut werden, oder? Ich hoffe. Absolut fantastisch. Die nächste Stute, die ich mit ihm decken möchte, ist Starstruck. Upsa. Also wunderschön. So einen Hengst hatte ich, glaube ich, am Anfang auch und habe ihn dann verkauft irgendwie. Nee, ich glaube, das war ein dunkelbrauner. Aber sowas hätte ich halt gerne auch. Richtig schöner. So. Dann haben wir noch Tempted Lightning und die wollte ich eigentlich mit jemand anderem decken, aber das ist ja der Vater. Also werden wir auch sie mit diesem Hengst decken. Sehr, sehr cool. Und dann haben wir noch eine Stute. Das ist Chasing Blue. Auch eine der neueren. Auch ziemlich vielversprechend hier eigentlich. Und ah ja, okay. Ja, da möchte ich auch gerne ihn drauf haben. Und freue mich definitiv sehr auf die Ergebnisse dazu. Ja, jetzt haben wir schon alle Quarter durch. Was heißt schon? Ich fand, es waren echt viele. Und ich musste mir den Kopf machen, wen ich wo drauf schmeiße. Perfekt. Wir sind fertig. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch. Lasst mir gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da und wir sehen uns in der nächsten Folge, ihr Lieben. Danke schön. Ciao, ciao.